Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, die Osterfeiertage sind angekommen in der Taverne. Man sieht, es ist alles schön dekoriert hier, ne? Überall Blumensträuße, Ostereier und so weiter und so fort. Sogar ist hier gerade, der Totenkopf, das Skelett hier hat schöne Osterohren, ein paar Hasenzähne. Ja, wir gucken mal ins Forum, denn dort wurden die ganzen News nochmal beschrieben. Und ja, im Prinzip gibt es gar nicht viel zu sagen, außer dass jetzt halt ab heute bis Montag, einschließlich Montag, also 4 Tage jetzt, die Events laufen. Ja, also ein Tag länger als gewöhnlich, weil der Montag noch mit dabei ist. Ja, das sind die Events, die sehen wir aber auch in der Taverne. Und wir haben einen Couponcode EGG21, da müssen wir einmal rein und da schauen wir uns mal an, was wir da so rauskriegen. Ja, ich habe hier jetzt mit meinem PvP-Equipment aus Versehen angenommen, mal wieder sehr unprofessionell von mir. Und ja, das werden wir mal gleich schauen. Ich gehe mal von aus, ich dachte gerade, jetzt habe ich mit meinem Farm-Equipment gekämpft. Ich gehe mal von aus, dass es ein Osterkorb wird oder sowas. Ja, wir schauen einfach mal. Dazu drücken wir hier auf den Pilzdealer, gehen auf Coupon, ja, machen hier EGG21. Gib mir den Bonus. Ja, der Coupon wurde erfolgreich eingelöst. Und was haben wir? Ja, wie schon erwähnt, den Eierkorb. Bin ich fast von ausgegangen, dass es das hier gibt. Ne, das können wir jetzt auf jeden Server machen. Und ja, ganz nice to have. Auf jeden Fall solltet ihr das wahrnehmen. Falls ihr es noch nicht getan habt, habt ihr die Chance von heute bis Montag auch diesen Code zu nutzen. Und dann bekommt ihr hier ein Epic for free. Ich denke, es ist mal wieder random. Ob das Ding hier gesockelt ist oder nicht, ob das 5-fach Stats hat oder 3er Stats, das ist, denke ich mal, komplett zufällig. Ne? Da müsst ihr wie immer ein bisschen Glück haben. Aber genau, Glück gehört halt auch irgendwo mit dazu. Auf jeden Fall Epic for free, sagt man nicht nein. Ich meine, kann ich jetzt zwar nicht gebrauchen, aber sind halt Kristalle, die man sich schmecken lassen kann, auf jeden Fall, ne? Oh, Alter, Gold wäre Gold oder Kristalle. Stimmt, das haben wir ja auch hier beim Würfelspieler jetzt. Genau. Ich würde sagen, verkaufen kann man halt auch nicht. 2,7. Könnte ich schauen, ob ich mehr bekomme jetzt, wenn ich das. Ah, ne, das bleibt ja gleich, weil es hier. Stimmt, ich glaube, ja, der Wert bleibt gleich. Okay, gut. Was wollte ich sagen? Genau, ich wollte mal gucken, ob wir hier vielleicht jetzt vom Bonus ein bisschen profitieren können. Ich würde mal tatsächlich Gold bevorzugen, obwohl eigentlich ist, glaube ich, Kristalle klüger, wenn wir es direkt zur Auswahl haben. Ja, aber wir schauen mal, ob wir überhaupt irgendwas bekommen. Sonst hatte ich ja immer die letzte Zeit ziemlich Pech gehabt bei den Events. Vielleicht wird sich das ja jetzt ein bisschen ändern, aber es sieht bisher so aus. Das ist schon wieder komplett rigged. Ja, hier nehme ich gar nichts an. Das Ding ist, ich hatte dreimal, ist jetzt nicht so pralle. Ja, nee, das ist alles nicht, das ist ganz, 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 ganz schlecht. Geschick steigern wir. Wir haben zwar noch ein paar Tage, aber das Ding ist, zwischen den Feiertagen, da habe ich hier Kristalle 5-mal gewürfelt, Gold habe ich 5-mal gewürfelt, ja, ist nice, aber zu den Event-Tagen, da bekomme ich irgendwie gar nichts. Da habe ich bei den letzten Events schon schlecht abgeschnitten und jetzt schneide ich hier auch gerade nicht sehr gut ab, ja. Wir schauen, was wir hier bekommen. Kristalle. Ja, Gold wäre natürlich hier auch am besten, weil wir hier ja 75 bekommen zum Event. Aber so wie es aussieht, einmal. Ja, zweimal. Okay. Ja, zweimal haben wir es bekommen. Ja, okay, okay, okay. Ist jetzt nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht unbedingt gut. Ja, zweimal haben wir es die letzten Male auch immer so bekommen. Also, ich würde mal sagen, das ist so ein magerer Durchschnitt vielleicht gerade so. Aber ich habe noch nicht mehr als zweimal pro Tag bekommen. Also dreimal an einem Tag Gold habe ich bisher auch noch nicht bekommen. Ja, das ist sehr bitter, ne? Aber kann man nichts machen. Ja, aber ich hatte ja beim letzten Event mich ja darüber schon aufgeregt, dass, vor allen Dingen beim Glücksrad hier, wenn man hier halt das Gold irgendwie, keine Ahnung, jemand 5-mal Gold an einen Tag bekommt und der andere irgendwie 0-mal oder 1-mal, dann sind da schon
sehr viele Statpunkte, die einfach durch Glück entstanden sind, den anderen Spieler gegenüber, weil der einfach die ganze Zeit Pech hat, ja. Und wenn der denn dauerhaft Pech hat, dann gleicht sich das vielleicht auch nicht auf langer Sicht aus, so, ne. Ich meine, irgendwann wird man früher oder später mal mehr Glück haben als ein anderer Spieler, ist klar. Aber wenn man dann eher zu Pech tendiert, ja, was bei mir meistens immer der Fall ist, so, dann, ja, kann das tatsächlich schon ziemlich einen Unterschied machen, auf Dauer gesehen, von den Skillpunkten her, ne? Und ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde, das sollte so ein gewisser Standard sollte bei jedem Event dabei sein, wie viel Gold man am Glücksrad bekommt, weil ansonsten können einen andere Leute schon irgendwie, ja, nur weil sie eben mehr Glück haben und nicht irgendwie können oder so, ja, können ein anderer Spieler davonrennen tatsächlich, weil wie gesagt, diese 75 Millionen sind schon, es darf man nicht unterschätzen, es ist schon relativ viel Geld, ne? Ja, pro Spin, ne? Naja, gut, aber lassen wir uns von nicht unterkriegen, hier kriegen wir auch das Doppelte raus. Übrigens, ich habe meine Goldgrube schon lange nicht mehr gezeigt, ist jetzt mittlerweile auf Stufe 71, ja, 13 Tage, 16 Stunden, 16,55, bis zum nächsten Level. Also hier bin ich immer noch kontinuierlich dabei, das Ding weiter auszubauen. Bin ich, ja, denke ich mal, ja, also die Leute, die durchgängig ihre Mine ausgebaut haben ohne Unterbrechung, sollten jetzt auch bei Stufe 71 sein, ne? Und ja, bei Edelsteinmine bin ich jetzt auf 59, ja, da haben wir jetzt auch bald die 60 erreicht. Also da holen wir nachher früher oder später auch die Leute auf, die mit der Edelsteinmine durchgezogen haben und nicht auf die Schatzkammer 45 gegangen sind. Ja, ich weiß nicht, wo die jetzt so sind. Vielleicht irgendwas in der Mitte, Ende 60er oder so. Vielleicht könnten sie sein. Ne? Vielleicht auch schon ein bisschen höher. Ich weiß es nicht ganz genau, aber wir haben uns ja für die Schatzkammer entschieden, dass wir die zwischendurch mal reinballern, damit wir die auch ausbauen können. Ne? Ja, so sieht es momentan hier auf meinen Servern aus. Wir können mal kurz noch auf die anderen Server glupschen, ne? Und können uns da noch ganz schnell die Belohnung abholen. Das machen wir mal noch ganz fix. Nehmen hier noch eine Quest an hier und holen uns hier auch den Coupon ab. Eck, was war es? 21? Gucken, ob auch die Kleinschreibung gilt. Ja, Kleinschreibung geht auch. Nice. Haben wir hier auch ein 5er-Item, ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es das Ding auch nur in 5er. Ich glaube, es gibt es nur in 5er. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob es das überhaupt in 3er gibt. Das kann auch sein, dass es das Ding. Nee, doch, hier haben wir einmal ein 3er-Item. Aber hier haben wir ja die Phönix Asche bekommen. Also können wir nichts mit anfangen. Gegenstand wird zerlegt, wird weggehauen, Datei. So, Dämonenjäger, schauen wir nochmal hier rein. Coupon. Eck 21. Also vergesst das auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, bis Montag habt ihr Zeit. Ne? Es sind auf jeden Fall Sachen, die man ja so mitnehmen kann. Auf jeden Fall bringt einen jetzt nicht so sehr viel. Aber ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ne? Jetzt wollte ich gerade auf die alte hier unten rechts klicken und nicht auf die hier. Ja. So. Ja, gut. Dann sind wir erstmal soweit durch, würde ich sagen. Ja. Wir skillen noch den Rest hier in Ausdauer rein und ja, ich hebe mir jetzt schon ein paar legendäre Edelsteine auf. Ich setze sie noch nicht ein. Wir schauen, wir warten ab, was uns das Wochenende beschert. Am Sonntag wollen wir ja einen Livestream machen, wo wir uns neu ausrüsten. Ne? Da hatte ich ja gesagt, da gehen wir nochmal sehr hart in den neuen Dungeon rein, in den Legi Dungeon. Und dafür ja, spare ich mir jetzt ein paar Edelsteine. Hoffe, ich bekomme noch einen schönen großen legendären Edelstein. Habe ich bisher noch nicht bekommen. Das sind die drei, die ich bisher bekommen habe. Und ich bin auch ganz gut am Suchen die ganze Zeit. Ne? Und ja, mal schauen, was uns das auf jeden Fall bringt. Gut, dann soll es auch soweit dazu gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Schöne Feiertage, genießt sie, ne? Und das war's soweit. Vielen Dank, haut rein und bis zum nächsten Mal.